Hallo und Grüße zu einem weiteren Podcast. Worum geht es heute? Ein Thema, das ich schon lange nicht mehr besprochen habe hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um HeroQuest. Allerdings erst einmal das alte klassische von 1989. Wer kennt sie nicht? Oder wahrscheinlich werden sie jetzt die neueren Jungs und Mädels, die mit dem Brettspiel Bekanntschaft machen, die werden das alte Brettspiel wahrscheinlich nur von ihrem Papa oder der Mama kennen. Und genau davon spreche ich. Also, wir haben dieses schöne alte Brettspiel, was so ein bisschen als der Urvater der Dungeon Crawler bekannt ist. Und ich habe ja zum Glück noch ein komplettes Spiel, was sich jetzt dank dem werten Florian auf dem Wege der vollständigen Bemalung befindet. Und hier auf meinem Kanal werde ich über den Winter, ja, werde ich auch immer wieder ein paar schöne Spiele machen. Das ist zumindest mein Ziel. Und diese Spiele halt erzählerisch schön darstellen. Also wir werden schöne Figuren sehen, wir werden schöne Möbel sehen und auch Wurfergebnisse. Und ich werde auch ein bisschen das Ganze interpretieren, während dieses Spiel läuft. Dazu kommt halt dann auch Musik, den einen oder anderen Effekt werde ich mit einbauen. Und das ist so meine Idee, die ich so für den Winter habe. Ja, also das ist so der Plan. Ob mir das gelingt, weiß ich natürlich nicht. So. Ja, ich habe mir immer gedacht, die Leute sagen immer, ah jawohl, HeroQuest und so. Und man hört auf manchen Kanälen, hört man auch, ja, ich mache dies, ich mache das. Und das kommt neu raus und das gibt's neu. Ah, aber ich dachte mir immer so, okay, wann sieht man die Leute mal spielen? Ja, es wird immer nur von Neuigkeiten erzählt, ne? Und aber so richtig die Sachen auspacken und sagen, so, wir zocken jetzt mal. Das liegt nicht daran, weil die Leute das machen wollen, sondern einfach, weil es schwierig ist, so ein Spiel, was man macht, in Szene zu setzen. Und ganz ehrlich, es macht unglaublichen Spaß, einfach mit seinen Freunden, mit seiner Familie dieses Spiel zu spielen. Es ist spannend, es kann lustig werden. Aber das, was man eigentlich rüberbringen will, das ist so schwierig. Ja? Man kann es so schlecht transportieren, weil du hast ja in dem Moment Spaß und du konzentrierst dich ja darauf zu spielen. Und man das Ganze per Kamera aufnimmt, ist das wie so eine Art Live-Podcast, wo auch schwierige Sachen dann irgendwie mit aufgenommen werden. Und ich habe mir gedacht, komm, weißt du was, Balduin, du machst es am besten so, du spielst dieses Spiel mit dir selbst, gegen dich selbst und machst dann einfach eine schöne Geschichte draus. Ich habe ja bereits drei Geschichten für HeroQuest geschrieben. Könnt gerne mal hier unten in der Videobeschreibung mal reingucken. Da habe ich den Link für die Abspielliste gemacht. Bisher gibt es drei Geschichten, also von dem Barbar, dem Zwerg und dem Alb. Die Geschichte für den Zauberer Telor, die lässt noch so ein bisschen auf sich warten. Aber da bin ich jetzt auch dran. Die ist jetzt beinahe fertig. Ich muss mal gucken, einfach wie ich das in den nächsten Tagen /Wochen mache. Ja, ich habe wie gesagt momentan ganz viele Ideen, ich habe ganz viel Spaß am Hobby und ich bin da so wie ein, wie andere sind Hobbyschmetterlinge, die sie hüpfen und springen von unterschiedlichsten Hobbys zu unterschiedlichsten Hobbys und Spielsystemen, aber ich habe so mein Glashaus. In diesem Glashaus habe ich meine verschiedenen Systeme. Das ist einmal Warhammer Fantasy, das ist dann später The Old World. Dann haben wir Mordheim, dann haben wir HeroQuest,
Ja, Kings of War kommt noch mit dazu. Ja, und ich denke mir einfach, dass ich innerhalb dieses Bereiches immer hin und her springen kann und in jedem Bereich einfach wieder etwas Lust habe, etwas zu tun. So, aber wir gehen jetzt mal zu den, ja, wir gehen mal zum Hero Quest, dem schönen alten klassischen Hero Quest. Und damit meine ich halt dieses Buch der Herausforderungen und das werde ich durchspielen. So, das ist mein Plan. Und ich wollte euch jetzt gerade mal kurz vorlesen, wie sich das anhört, wenn man dieses Buch der Abenteuer durchgeschafft hat. Und dann wollte ich mit euch kurz über die ganzen Monster reden, die es bei Hero Quest gibt. Also bei dem klassischen Hero Quest von 1989. Mittlerweile hat sich ja alles geändert mit dem neuen Spiel, was halt neu aufgelegt worden ist. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erst einmal sind wir im Jahre 1989 und wir haben eine abenteuerliche Reise durch die Katakomben, durch die Kavernen, durch die Labyrinthe und Kerker gemacht und haben es schließlich geschafft, das letzte Abenteuer zu bestehen. Und jetzt werden wir den Text von Mentor hören, der auf der letzten Seite geschrieben steht. So. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Und doch, eure wirkliche Bewährung steht euch noch bevor. Dunkle Wolken haben sich an den Grenzen unseres Reiches zusammengezogen. Der Kaiser hat seine Armeen am Vulkanpass zusammengezogen, jener gefährlichen Verbindung zwischen unseren Reichen und den Grenzländern. Noch nie seit Menschengedenken hatte es eine solche Streitmacht gegeben. Größer sogar als die, mit der es Roga aufnehmen musste. Ihre Kampflinie deckte die Steppen unterhalb der Passstraße in Erwartung der feindlichen Angriffe. Noch bevor die Nacht herniedersank, verdunkelte sich der Himmel. Stürmische Winde fegten die Hänge hinab und ein unsagbares Heulen und Kreischen fuhr Männern und Rossen ins Gebein. Dann kam die erste Attacke. Wie ein entfesselter Wasserfall stürzten sich Morkas Horden die nahezu senkrechten Felswände herab auf unsere Verteidigungslinien. Doch die hielten stand und es schien, als ob sie den Tag überstehen würden, bis Morka sich auf seine Zauberkraft besann. Er stand auf einer Felsschroffe oberhalb des Schlachtgetümmels und von dort aus schleuderte er seine urgewaltigen Zauberformeln gegen unsere tapferen Reihen. Blitze zuckten aus seinen Fingerspitzen und explodierten als Flammenbälle zwischen den Verteidigern. An Dutzenden von Stellen gleichzeitig brach die Kampflinie zusammen und die Angreifer heulten auf vor Siegeszuversicht. Dann kam das Ende. Morkas Chaoskrieger stürmten in die Breschen und unsere Armee stürzte in wilder Flucht davon. Nur die Leibgarde des Kaisers wehrte sich verzweifelt und deckte bis zum letzten Blutstropfen den Rückzug ihres Herrschers. Die Überreste unserer Armee haben sich nun in der alten Zwergenfestung Karak-Warn versammelt. Sie sind nicht auf eine lange Belagerung eingerichtet und so müssen wir schnellstens handeln. Wenn wir den Kaiser und seine Männer noch retten wollen. Und es droht noch Gefahr von anderer Seite. Der Hexenbaron lebt noch. Auch er hat Zauberkräfte, mit denen ich nicht gerechnet habe. Sie haben ihn vor dem Geisterschwert gerettet. Zwar wurde er schwer verwundet, aber konnte sich in sein Geheimversteck in den Bergen der Dunkelheit zurückziehen
und wird wohl bald wieder an der Spitze seiner Legionen der Verdammten zurückkehren. Das Reich braucht also eure Hilfe. Ich kann euch nicht beistehen, denn ich muss mich um Morka und seine Zauberkraft kümmern. Also passt gut auf euch auf, teure Freunde, und lebt wohl, bis wir uns eines Tages wiedersehen. Ja, das ist ein richtig cooler Text, finde ich. Und der fasst so ein bisschen das Ganze zusammen, dass es ja mit Abenteuern weitergeht. Ne? Also diese Erweiterungsboxen, also die nächste ist ja, wie gesagt, Karagwarn. Und dann kam dann, glaube ich, irgendwie die Rückkehr des Hexers. Ne? Und dann halt die verschiedenen anderen Erweiterungen noch, die mir jetzt nicht so geläufig sind. Ich glaube, die Ogerhorden waren dann ja noch da, ne? Aber die kommen ja auch bald. Ja, und das ist schon schön, dass wir in der heutigen Zeit das alles irgendwie wiederbekommen. Ja? Und diejenigen von euch, die zu Hause noch ein HeroQuest-Spiel haben, ein schönes altes, die werden sich ganz besonders freuen, dass sie noch so einen Schatz zu Hause haben. Ja. Und ich wollte jetzt mal hier im Einzelnen auf die Monster eingehen, die unseren Helden ja sozusagen gegenübertreten. Ne? Also Rogar, dem Durgin, dem Telor und Landril, dem Alb. So, fangen wir mal an mit den Grünhäuten. Ja? Das sind zum einen die Goblins. Und diese grünhäutigen Kreaturen sind klein, aber gemein. Trotz mangelnder Größe und Muskelkraft sind sie außerordentlich gefährliche Gegner. Die Orks haben viele Goblinstämme versklavt und man trifft sie oft zusammen an. Ich muss zugeben, dass diese Goblins, das ist ja ein lustiger Kartenfehler auf den Monsterkarten, da steht Goblink, ja, nicht Goblin, sondern Goblink. Und es sind ja Kobolde. Ne? Also im Englischen sagt man Goblin und im Deutschen sagt man Kobold. Und es war damals eine der ersten Figuren, die ich angemalt habe. Weil ja, man konnte diese Figuren auch bemalen. Ne? Manche machen das ja nicht. Also nicht, weil sie es nicht wollen, sondern einfach, weil sie es nicht können oder möchten oder ja, einfach keine Zeit dafür haben. Ne? Es gibt ja verschiedene Gründe. Das soll jetzt nicht irgendwie schlimm gemeint sein, sondern soll einfach nur sagen, man nimmt die Figuren und man legt einfach los. Ne? Finde ich auch völlig in Ordnung. So. Und diese Goblins sind halt durch ihre schiere Anzahl eigentlich gefährlich. Ne? Aber in diesem Brettspiel, da kommt es nicht darauf an, dass man so viele hat, sondern diese kleinen Goblins haben einfach nur den Sinn und Zweck, den Gegner entweder zu nerven oder ihnen vielleicht den einen oder anderen Lebenspunkt zu rauben. Das kann durchaus gelingen, weil sie haben zwei Attacken und eine Verteidigung. Ja, also diese Gegner sind eigentlich, das sind eigentlich keine Gegner, sind eigentlich mehr Opfer. Ja, wenn ich mir vorstelle, wenn dann so ein Barbar, Rogar, dann kommt, so zack, der schwingt einmal sein Schwert und oder halt wie Durgin, der hat ja so einen Goblin auch in der Mitte zerschlagen und das Ding, der ist halt zerplatzt. Ja. Die Goblins, finde ich, die könnten durchaus noch so eine eigene Geschichte oder so, oder vielleicht sogar eine eigene Erweiterung bekommen. Ja, also so was ich, gibt es so einen Goblin-Herrscher oder sowas, dass man vielleicht noch ein paar andere Goblins hat. Ich meine, es ist ja so, dass dass in der neueren Variante gibt es ja in dem Sinne keine Goblins. Es gibt da nur irgendwie welche, die anders aussehen und anders genannt worden sind. Aber im Grunde genommen sind es Goblins-Kobold, also kleinere Gegner, die man nicht wirklich fürchten muss. Aber wenn du halt nur noch mit einem Lebenspunkt durch die Gegend humpelst und dann kommt so ein kleiner Goblin und der sticht dich im richtigen Moment und du schaffst deinen Verteidigungswurf nicht, dann bist du selbst bei so einem kleinen Gegner schon am Zittern. Ja.
Also, ich fände es halt schön, wenn man so eine schöne Themenbox noch machen würde, wo es halt um Goblins geht, wo man vielleicht noch ein paar mehr Goblins kriegt und die vielleicht ein bisschen anders gestaltet sind. Also andere ausladende Gesten zum Beispiel, ein paar Karten und vielleicht ein paar andere Felder. So, da kommen wir zu den Orks. Die Orks sind entfernt mit den Goblins verwandt, aber sie sind größer und kräftiger. Die Orks sind gewöhnlich Unterführer und Offiziere in Morkas Armee. Sie sind böse und giftig. Man kann und sollte sie nie unterschätzen. Ja, finde ich auch einen wichtigen Satz. Also Orks generell finde ich gerade bei Hero Quest wirklich gefährlich, weil sie mit ihren drei Attacken und zwei Würfen Verteidigung schon starke Gegner sein können. Also im blödesten Fall fliegen da drei Totenschädel und der Barbar hat nur zwei. Und wenn dann, sag ich mal, fünf Goblins auf ihn einstürmen, das kann schon böse enden. Ja. Ich meine, natürlich sind die Würfel so konzipiert, dass die Helden zwei Schilde haben auf dem Würfel und die Monster nur einen Schild. Also in dem alten, wie gesagt, von 1989, da sind wir drin. Und ja, ich finde, das macht sie gerade echt gefährlich, ne, dass sie halt diese drei Attacken haben. Kommen wir zu den Fimir. Und die Fimir sind ja bekanntlich eines der umstrittensten Kreaturen, finde ich, in der gesamten Hero Quest Riege von den Monstern. Games Workshop hatte damals die Fimire in ihrem Programm und es gibt sogar bei es gibt ein Buch von Warhammer. Moment, ich guck mal gerade, das war, glaube ich, ja, es war Sturm der Magie. In diesem Buch sieht man auch Fimire und man liest auch die Geschichte von den Fimiren. Aber diese Geschichte wurde irgendwann gestrichen, weil die Fimire sind Kreaturen der Sümpfe in Nebellandschaften und sie entführen menschliche Frauen, um sich fortzupflanzen. Und da hat Games Workshop immer gesagt, nee, nee, das machen wir lieber nicht. Und ja, später kam das dann halt auch bei Hero Quest. Ja, da gab es dann die Fimire. Das war aber bevor Games Workshop das alles gestrichen hatte. Deshalb sind Fimire, finde ich, sehr mystische Kreaturen, über die man sehr wenig weiß. Ich habe in den Geschichten vom Durgin bzw. vom Alb habe ich die Fimire so beschrieben, dass sie schon sehr stark sind. Ne? Also sie haben so Doppeläxte, sie haben eine wuchtige Schwanzkeule, mit der sie zuschlagen können. Sie haben eine Rüstung und sind halt einfach wirklich sehr stark. Aber sie sind nicht so oft vertreten. Sie erinnern so ein bisschen an die Echsenwesen, so, ne? Aber sie sind grundsätzlich sehr fantastisch. Fimirs ähneln Eidechsen, aber sie laufen auf zwei Beinen. Sie sind stärker als die Orks und führen oft kleine Gruppen von Orks und Goblins an. Sie sind erbitterte Kämpfer, die keinerlei Mitleid kennen. Ja, und genau so ist es. Also, die sind echt übel drauf. Mit ihren drei Attacken und drei Verteidigungswürfeln sind die echt schon übel. Zum Glück gibt es halt nicht so viele von denen. Aber jetzt habt ihr zumindest ein bisschen mehr von dem Hintergrund von diesen Biestern. Ja, kommen wir zu den Chaoskriegern und da muss man, glaube ich, nicht viel drüber erzählen. Sie sind gut gerüstet, sind gute Kämpfer. Sie haben vier Angriffswürfel, sie haben drei Verteidigungswürfel. Oder waren es jetzt, glaube ich, drei Angriffswürfel und vier Verteidigungen? Bin mir nicht sicher. Nein. Ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls, sie sind gut gerüstet, sie können gut kämpfen. Und das macht sie halt gerade als Leibwächter für den Hexer, Schrägstrich für Morka oder für andere Anführer sehr interessant. So. Chaoskrieger. Ein Chaoskrieger ist ein Mensch, der zum Monster wurde. Ein Sklave des Bösen und ein Zerstörer des Guten. Sie sind immer schwer gepanzert und tragen oft Waffen, die mit Chaosmagie verhext sind. Meist führen sie ganze Gruppen übler Kreaturen an.
Vorsicht, sie gelten als kampferprobte Soldaten. Ja, und das kann ich mir auch gut aus vorstellen. Also die hauen ordentlich rein und sehen halt auch echt cool aus. Und ja, Chaoskrieger finden wir natürlich auch bei Games Workshop, beziehungsweise bei Warhammer Fantasy, beziehungsweise bald bei The Old World. Und ja, spricht einfach für sich. Große, finstere Gegner, die man nicht unterschätzen sollte. So, kommen wir zu der Riege der Untoten. Skelette. Skelette sind wiederbelebte Überreste längst verstorbener Soldaten und bilden die Hauptmacht in der Armee der Untoten. Sie sind langsam, aber zäh. Gesteuert werden sie durch Chaosmagie. Das macht sie in der Schlacht zu gefährlichen Gegnern. Ja, also Skelette, muss man glaube ich nicht viel sagen, sind halt coole Figuren. Alle sehen aus wie der Tod mit einer Sense. Zumindest jetzt hier bei HeroQuest 1989. Und ja, sie sind halt einfach cool. Also man hätte sie vielleicht ein bisschen verändern können. Also sich ein Skelett mit einer Sense, das nächste mit Schild und Schwert, das andere mit einer Hellebarde. Ja, halt sowas. Ne? Oder halt einfach ein rostigen Schwert oder so. Das hätte schon gereicht. Dann die Zombies. Zombies sind, ähnlich wie die Skelette, wiedererweckte Leichen. Sie zeigen oft noch Spuren und faulenden Fleisches. Ihre Bewegungen sind langsam und eckig. Und sie verbreiten ekligen Modergeruch, wo immer sie gehen und stehen. Tja, das kennen wir ja alle mittlerweile. Es gibt ja genügend Zombie-Filme und so. Aber, und das möchte ich hier auf meinem Kanal in dieser Sendung nochmal betonen, für all diejenigen da draußen, die Zombies kennen, die ganzen Zombie-Filme und sowas kennen, das ist alles Unfug. Diese Zombie-Filme sind mit irgendwelchen Viren oder schnelle Zombies, langsame Zombies, völliger Unfug. Das ist pure Fantasie. Zombies werden allein erweckt durch Nekromantie oder Chaoskräfte. Also wir reden hier von Magie, wir reden hier von Rezitieren aus dem Necronomicon. Alles andere ist eine Lüge. So, und ich möchte, dass das auch jeder weiß und dass sich auch jeder angesprochen fühlt. Das ist für die ganze Welt da draußen, die diese Zombie-Filme total toll finden. Und ja, alles Schwindel, alles Lüge, das gibt's nicht. Zombies werden allein auferstanden durch die Nekromantie. So. Gut, wir fahren weiter fort. Und ich dachte mir, ich werfe mal diese provozierenden Worte mal in den Raum. Könnt mir gerne was in die Kommentare schreiben dazu. Gut, also wie gesagt, das ist alles mit einem zwinkernden Auge und einem Smiley versehen. Also nehmt es bitte nicht ernst. Ich mache es nämlich auch nicht. Dann haben wir die Mumien. Mumien sind konserviert und balsamiert durch magische Künste. Sie werden gesteuert durch einen noch wirksameren Zauber als die Skelette und Zombies und sind deshalb im Nahkampf nur sehr schwer zu besiegen. Ah ja, genau, so war das. Die haben nämlich, glaube ich, 4 Attacken und haben, glaube ich, 3 Verteidigungswürfel. Die Chaoskrieger haben es umgekehrt. Die Chaoskrieger haben 3 Angriffswürfel und 4 Verteidigung, meine ich. Naja, ich werde das später nochmal nachgucken und werde das dann später nochmal erzählen. Eieiei, da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Eieiei. Na gut, aber wir werden noch öfters über HeroQuest 1989 sprechen und das ein oder andere Thema wird dann noch schön ausgebreitet. Aber ich verspreche, da werde ich meine Hausaufgaben machen und euch dann vor vollendete Tatsachen stellen. So, dann haben wir Gargoyle. Auch die Gargoyle sind Geschöpfe der Chaosmagie. Sie entstanden aus den Statuen großer Monster, die mit urzeitlichen Ritualen zum Leben erweckt wurden. Sie sind zwar langsam, aber nur schwer zu verletzen, da sie aus Stein bestehen. Tja, deshalb würde ich auch, glaube ich, niemals mit meiner Axt gegen so einen Gargoyle kämpfen. Ich würde wahrscheinlich anrücken mit einem Presslufthammer oder mit Hammer und Meißel. Ja, aber diese steinernen Kreaturen, die haben schon was Faszinierendes an sich.
Und jeder kennt das ja. Wir sehen an vielen Kirchen hier in unserer Welt oder an manchen Burgen sehen wir solche Wasserspeier oder generell Statuen. Ja, manche sind sehr fantasievoll, aber es gibt halt auch so die Statuen von Heerführern, von Gestalten der Vergangenheit, die halt auf einem Sockel stehen. Mich faszinieren halt immer diese Fantasiegestalten. Ja, also fantasievolle Steinmetzarbeiten von Drachen oder von Ungeheuern verschiedener Art oder halt auch sowas wie diese Wasserspeier. Und da glaube ich, da kann man sich sehr schön vorstellen, ihr tretet hinaus auf die Straße, ihr macht einen Stadturlaub, ja, ihr besucht, was ist zum Beispiel Regensburg. Ja. Regensburg ist eine ganz tolle Stadt. Und die haben ja auch überall in jeder Ecke irgendwelche fantastische Kreaturen irgendwo stehen. An den Häuserecken oder an den Türmen, an den Burgen, an den Kirchen. Da stehen halt auch wirklich solche riesigen Kreaturen herum. Und wenn man sich mal vorstellt, dass die plötzlich zum Leben erwachen, bam, das hat schon was. So, ja, aber dieses Hero Quest von 1989 hat ja seine ganz eigene Magie. Zumindest geht es mir so. Und seitdem ich dieses Spiel in Händen hatte, ja, ich konnte es mir damals nicht kaufen, weil es eine Menge Geld war. Ich glaube, das hat damals, ich glaube, was 80 Mark gekostet oder so, oder 60 Mark, ich bin mir nicht mehr so sicher. Das war ja damals ein Haufen Geld. Ja, und wenn du halt, was ich nur deine wenn 2-3 Mark Taschengeld hattest als Schüler, ja, sage ich mal so in der 2., 3. Klasse, dann hast du da nicht großartig drüber nachgedacht. Da warst du froh, wenn du am Kiosk deine Brausedrops oder die Schlümpfe oder die Brausestangen kaufen konntest, ja, oder dein Vanillemilchpack. Ja, da warst du dann schon froh drum. Ja, aber wie gesagt, Hero Quest wird in der nächsten Zeit bei mir wesentlich mehr in den Fokus rücken. Und ich freue mich schon darauf, dann hier in meinem Hobbystudio dann einige Spiele aufzunehmen und sie euch dann hier auf meinem Kanal zu präsentieren. So, jetzt komme ich zum Ende und ja, ich wünsche euch allen, wie gesagt, jetzt einen angenehmen Tag, Nacht, Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und ja, beste Grüße hier von eurem Hüter der alten Welt und ein Hoch auf das Hobby.